Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Auch das Gigaset GL590 lässt sich individualisieren, und zwar in Bezug auf das Hintergrundbild. Werkseitig gibt es drei zur Auswahl, man kann aber auch selber Bilder aufnehmen oder über die MicroSD-Karte einspielen und diese als Hintergrundbild verwenden. Wie das Ganze funktioniert, gucken wir uns mal zusammen an. Viel Spaß dabei! Ja, wir wollen uns in diesem Video mal mit dem Hintergrundbild vom Gigaset GL590 beschäftigen. Aktuell sehen wir hier diese geschwungenen Wellen. Das ist so ein schwarz-grauer Farbton. In meiner Kamera sieht es ein bisschen bläulich aus. Gucken wir mal, wie das nachher im Video wirkt. Auf jeden Fall können wir das Ganze ändern. Und zwar im Menü, in den Einstellungen und in den Telefoneinstellungen. Da sind wir richtig. Anzeige. Und dann sehen wir hier als zweiten Punkt Hintergrundbild. Hintergrundbild 1 ist das aktuell gewählte. Drei Stück gibt es hier an Bord. Auswahl. Dann sehen wir hier statisches Hintergrundbild. Das ist das, was aktiv ist. Weitere Bilder wären dann Fotos, die man zum Beispiel mit der Kamera des Geräts erzeugt oder die man sich über die eingelegte MicroSD-Karte praktisch mit an Bord geholt hat. Und wir gehen mal hier erstmal auf die statischen Hintergrundbilder ein. Wenn wir das auswählen, haben wir hier die drei, was ich eben sagte, drei Stück sind ja an Bord. Und das erste ist aktiv. Wir wählen mal das zweite und gucken uns das Ganze an. Das ist farblich sehr ähnlich, aber wir haben keine Wellen, sondern ja eben ein etwas anderes Muster. Ich hoffe, man sieht das auch so halbwegs gut. So kann man es wahrscheinlich besser erkennen. Und wenn wir jetzt noch das dritte der Vollständigkeit halber einmal wählen, gehen wir wieder in die Telefoneinstellungen, Anzeige, Hintergrundbild. Jetzt sehen wir auch, wir haben das zweite aktiv, statisches Hintergrundbild. Und dann nehmen wir mal das dritte, okay, und gucken uns das auch noch an. Und das ist jetzt insgesamt etwas heller, aber irgendwie auch so ähnlich wie das zweite. Ich finde, die sind alle drei sehr ähnlich. Und da hätte man ja vielleicht auch ein bisschen mehr noch mit installieren können, ähnliche Bilder meinetwegen, aber noch mal ein paar mehr zur Auswahl, weil so merkt man ja kaum, dass man das geändert hat. Die sind ja alle so gleich, finde ich. Aber okay, wir können ja auch mit ungesetzten Grenzen praktisch hier unsere Kamera bedienen und das probieren wir jetzt mal aus. Einstellung, okay. Telefoneinstellung, Anzeige. Und dann gehen wir auf Hintergrundbild, weitere Bilder, okay. Und hier sind wir jetzt in dem Ordner auf der MicroSD-Karte. Aktuell haben wir aber gar keine Fotos gemacht. Das können wir jetzt aber eben einmal schnell machen. Wir gehen dazu ins Menü, in den Bereich Multimedia und wählen einmal unsere Kamera aus. Und dann können wir jetzt ein Foto machen. Ich mache mal hier einfach, wo ist denn die Kamera? Das ist schon ein bisschen komisch, so. Ich mache mal hier einfach irgendwie schräg in die Galaxis ein Foto. Klack. So, und dann sage ich speichern und dann müsste das jetzt abgelegt sein. Ich sehe auch hier oben einen Dateinamen für das Bild, okay. Und dann versuchen wir das nochmal. Menü, Einstellung, Telefoneinstellung, Anzeige, Hintergrundbild, weitere Bilder, okay. Und da sehe ich jetzt das Bild, was ich gerade erzeugt habe mit der Kamera, das kann ich jetzt auch hier auswählen. Das machen wir mal. Das ist jetzt natürlich kein schönes Foto, aber nur mal zur Demonstration, okay. Und jetzt habe ich als Hintergrundbild E-Fotos, da greift er drauf zu, das ist der Ordner bzw. der Speicherplatz der MicroSD-Karte und dahinter steht noch ansatzweise der Dateiname, den kann man ja auch nochmal umbenennen. Aber jetzt gucken wir uns das an und sehen, dass wir ein wunderschönes neues Hintergrundbild haben. Eigentlich eine ganz coole Sache, dass man hier eben auch die sich praktisch selbst fotografieren kann. Damit lässt sich dann auch verzeihen, dass vielleicht nur drei vorinstallierte an Bord sind. Man kann sich ja auch ganz normal irgendwo fertige Bilder praktisch herunterladen, jetzt an einem Rechner, und die auf diese MicroSD-Karte spielen. Dann kriegt man die auch so praktisch ja hier ins Gerät und kann sich hier dann auch schöne Fotos, schöne fertige Fotos aus dem Internet zum Beispiel herunterladen und hier als Hintergrundbild ablegen. Also eine ganz schicke Sache. Ich würde es nicht zu bunt machen, weil dann kann man nachher die Uhrzeit auch gar nicht mehr erkennen oder das Datum, das ist ja noch ein bisschen kleiner gedruckt. Aber das ist jedem selbst überlassen, wie er das macht, und dann wünsche ich viel Spaß dabei. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier erstmal geholfen und gefallen. Dann bitte gebt gerne einen Daumen nach oben für uns. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal und wir sehen uns hoffentlich dann in einem der nächsten Videos. Bis dahin, tschüss!